42. Folge von meinem Multikreativ-Podcast. Mein Name ist Stefanie, ich bin Multikreativ. Ich wohne in der Nähe von Baden-Baden mit meinem Mann und meinem Sohn und meinen beiden Hunden. Meine Tochter ist schon ausgezogen, die wohnt auch nicht weit weg, Karlsruhe, also 40, 50 Kilometer entfernt von uns. Ja, ich zeige euch hier ein bisschen, was ich in den letzten zwei oder mittlerweile sind es glaube ich schon wieder drei Wochen gewerkelt habe. Und ja, schauen wir mal. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Dies ist eine Dauerwerbesendung, weil ich Markennamen nenne, weil ich Dinge in die Kamera halte, weil ich Designer nenne. Ja, und weil ich halt euch von Dingen erzähle, die ihr vielleicht auch haben wollt. Ganz einfach. So, jetzt kommen wir her, kleiner Brudo. Als allererstes möchten der kleine Schnuffel hier und ich uns ganz, 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 ganz herzlich für eure guten Wünsche danken, die ihr in den Kommentaren und auch teilweise bei Instagram und so weiter uns auch bei Facebook uns hinterlassen habt, uns habt zukommen lassen, für alle eure guten Gedanken. Meine Erkältung war, Rufus, hör auf, meine Erkältung war tatsächlich am selben Tag noch wieder erledigt. Ich habe nämlich an dem Tag, wo ich aufgenommen habe, direkt nach dem Podcast, Rufus, sei mal leise, direkt nach dem Podcast angefangen, das gute Meditonsin zu nehmen. Das ist ja ein homöopathisches Komplexmittel, was es rezeptfrei in der Apotheke gibt. Was großartig wirkt, wenn man es wirklich bei den allerersten Anzeichen einer Erkältung stündlich oder halbstündlich oder zweistündlich nimmt. Es gibt für eine, Rufus, es reicht jetzt, du Bekloppter. Ich mache es so, ich habe das Fläschchen dann immer da stehen und immer, wenn ich dran denke, nehme ich ein paar Tropfen. Und es wirkt hervorragend, um so eine Erkältung wirklich im Keim zu ersticken. Man kann über Homöopathie diskutieren, wie man will. Bei dem Zeug weiß ich, es wirkt, es funktioniert. Mag es der Placebo-Effekt sein, ist mir Schnuppe, es funktioniert bei mir. Probiert es aus. Also meine Erkältung war im Keim erstickt. Mit dem kleinen Schatz hat es leider länger gedauert und es war kritisch. Es geht ihm wieder gut, es ist alles in Ordnung. Rufus, hör mal jetzt auf, damit du musst doch jetzt hier... Rufus will aufwachen, Aufmerksamkeit. Hey, ja, Mama hat dich doch auch lieb, Schnubbel. Es war zeitweilig sehr kritisch mit dem Pudel, aber es geht ihm wieder gut und... Da es doch viele Zuschauer gibt, die sich nicht für Hund interessieren und die Details vielleicht nicht wissen wollen oder sich auch aus welchen Gründen auch immer getriggert fühlen, Rufus, hör auf damit, werde ich es jetzt so machen, dass ich die Details am Ende dieses Videos erzählen werde. Da werde ich die ganze Krankengeschichte erzählen in epischer Breite. Für die, die es wissen wollen, die es nicht wissen wollen, können ja dann vorher abschalten. Aber wie gesagt, es geht ihm wieder gut, es geht uns beiden wieder gut und wir sind sehr erleichtert und schauen mit gemischten Gefühlen der nächsten Tierarztrechnung entgegen. C'est la vie. Aber so ist es. Wie gesagt, mehr dazu am Ende dieses Videos. Jetzt geht es erstmal ums Handarbeiten. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich aufgrund der ganzen Sorgen, die ich mit diesem kleinen Schnubbel hier hatte,
keine großen Nerven für die komplizierteren Dinge hatte unter meinen Business. Also ich habe wirklich ein bisschen so nach Lust und Laune gearbeitet und habe viel, also zum einen habe ich an dem geheimen Projekt sehr viel gearbeitet. Das ist auch fertig, das ist auch jetzt schon bei der Auftraggeberin zurück. Ich habe ein kleines Video aufgenommen, was ich da gemacht habe. Das werde ich euch aber erst zeigen, wenn es soweit ist. Was jetzt soweit sein soll, das darf ich jetzt auch nicht anteasern. Das ist, also ich denke, beim nächsten oder übernächsten Video werde ich das dranhängen und dann werde ich euch das zeigen. Es war wirklich ganz toll. Es ist etwas, auf das ich sehr stolz bin, was ich da geschafft habe. Es ist ein Prachtstück geworden. Ja, so viel kann ich schon mal teasern, ja. Und ihr werdet es hoffentlich zu sehen bekommen. Also es kommt noch drauf an, es muss eine Person noch ihr Okay dazu geben, dass ich es zeigen darf, aber da gehe ich eigentlich davon aus. Ja, ansonsten an der Decke für meine Tochter habe ich nicht weitergemacht, da bin ich nicht dazu gekommen, aber ich habe einiges gestrickt, ich habe gehäkelt, gesponnen habe ich gar nicht. Rufus, hörst du jetzt bitte mal auf? Lass es. Irgendwie ist er gerade ein bisschen aufgedreht. Aber das kennen wir ja. So, Edgar, gehst du jetzt mal runter, mein Schatz? Dann habe ich die Hände frei. Dankeschön. Was ich heute trage, ist mein Flex von Tin Canitz. Genau, das ist eine Kaufanleitung im Internet auf Ravelry. Ja, den habe ich gestrickt aus 100% Schurwolle, die Kay, die ich geschenkt bekommen hatte. Und Rufus, Alter, der ist ja wirklich bekloppt heute. Bist du ein bisschen bekloppt? Rufus, mach mal Pause jetzt. Mach Pause. Ehrlich. In echt jetzt. Komm mal hier. Komm bitte auch mal kurz hoch. Da komm mal hoch. So. Der Rufus will jetzt auch mal kurz Hallo sagen, aber da ist die Kamera. Komm, komm hoch. So, oh, der Dicke. Oh, also, okay, es ist ein Unterschied, ob man 8 Kilo auf dem Schoß hat oder 27 Kilo. Ihr seht mich jetzt nicht mehr. Ich gucke jetzt mal hier so am Hund vorbei. Was ist jetzt, hä? So, ist jetzt wieder gut? Meinst du, ich kann jetzt weitermachen? Hör auf zu küssen. Wir knuscheln ohne Zunge. So, jetzt gehen wir wieder runter, Großer. So, und jetzt aber brav sein, okay? So. Wo? Ja, danke. Renn doch meine Kamera um. Ja, es ist ein bisschen Hundekontent heute. Wem es nicht gefällt mit den Hunden, der möge seiner Wege ziehen. Jetzt habe ich Hundesabber auf der Brille. Ich muss mal kurz die Brille putzen. Ganz ruhig bleiben. Wir bleiben ganz entspannt. Ja, also, okay, der Flex von Tin Chemnitz ist eine Kaufanleitung auf Ravelry. Ich habe ihn aus 100% Schurwolle gestrickt, die ich geschenkt bekommen hatte. Ich liebe diese Farbzusammenstellung, dieses Petrol mit dem Blau. Das Blau war Merino und das andere war halt einfach nur 100% Schurwolle. Es ist ein ganz tolles Garn. Ich liebe diesen Pullover sehr. Und ja, stellenweise, er pillt ein bisschen, ein kleines bisschen. Aber man sieht es hier an der Brust noch viel deutlicher, dass er pillt. Aber ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich weiß, ja, Pudel ist gut. Ich weiß es nicht, warum, woran es liegt. Aber also, wenn ich jetzt andere Podcasts gucke, da wird ganz oft das so als mangelhafte Qualität der Wolle irgendwie
angegeben, ja, die Wolle war schön zu verstricken, aber sie pillt leider. Ich sehe das irgendwie ein bisschen anders. Vielleicht sehe ich es falsch, das kann durchaus sein, ist mir aber auch egal, weil ich sehe es so, wie ich sehe, und für mich ist Pillen völlig okay, weil für mich ist Pillen einfach. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es gehört dazu. Irgendwie ist es für mich halt so, dass gestrickte Pullover die Pillen halt. Das ist für mich irgendwie so ein Zeichen. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass es für mich ein Zeichen von guter Wollqualität ist. Soweit will ich nicht gehen. Aber für mich ist es ein Zeichen, dass das ein Strickstück ist, was geliebt ist, was geliebt wird, was getragen wird, was es sind halt normale Gebrauchsspuren an einem Strickstück. Und ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, da drüber zu rasieren oder sowas. Das ist halt einfach so. Das ist für mich die normale Optik eines gestrickten Pullovers, dass der halt ein bisschen pillt. Ich finde es nicht schlimm. Wie gesagt, das mag sein, dass da meine Sichtweise falsch ist. Rufus? Nein. Dass meine Sichtweise da falsch ist, aber ja, ich sehe es so und bin dadurch natürlich definitiv entspannter, wenn die Wolle pillt. Ist halt so. Was soll's. Im Hintergrund seht ihr den Schollography von Steven West und den Fragmentation Shawl von Steven West. Und damit sind wir jetzt, und da seht ihr noch den Geogradient von Steven West. Ein bisschen rausgucken. Und damit bringe ich euch jetzt schon nach 11 Minuten den ersten Lifehack in diesem Video. Leute, wenn ihr zum Beispiel Besuch bekommt oder ihr wollt so wie ich ein Video aufnehmen und es sind gewisse Müllecken, also Ecken, die ihr nicht aufgeräumt bekommt, legt ein hübsches Tuch drüber. Auch dafür sind diese riesengroßen Stricktücher. Mit diesem Tuch, das ist riesengroß, da kann man eine große, große Müllecke wunderbar verdecken. Also ich habe es auch schon so gemacht, da hatten wir im Gästezimmer war gleichzeitig so eine Abstellkammer, wo alles hingestellt wurde. Dann hat sich jemand zu Besuch angesagt. Und ja, ich wusste aber nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Dann habe ich das ganze Zeug, was da rumstand, in eine Zimmerecke gestellt in diesem Gästezimmer, habe dann ein hübsches Tuch, ein hübsches Betttuch einfach da drüber gelegt. Sah dekorativ aus. Der Müll war verdeckt. Er war ja kein Müll, es war halt Zeug, was da rumstand. Kisten, Kästen, Körbe, was weiß ich, Beutel. Ich weiß nicht mehr, was das alles war. Es war verdeckt. Es störte nicht mehr. Unser Gast hat sich wohl gefühlt. Ob dieser Gast, ich weiß es nicht mehr, wer das damals war, also ich habe das nämlich schon öfter gemacht, ob die jeweils unter diesen Bettbezug drunter geguckt haben und geschaut haben, was ist denn da versteckt, das weiß ich nicht, aber das ist deren Problem. Abgesehen davon, wenn ich irgendwo zu Besuch bin und da ist etwas mit einem Tuch abgedeckt, geht es mich nichts an. Dann, das ist genauso, wie ich in einem fremden Haus keine Schränke öffne und in die Schränke gucke und gucke, ob das aufgeräumt ist. Also Lifehack, wie gesagt, wenn ihr irgendwie Besuch erwartet oder sonst was, nutzt eure schönen Tücher, um nicht aufgeräumte Dinge zu verdecken. Wunderbar. Zur Deko im Hintergrund. Das sind Hexis, Hexiblümchen. English Paper Piecing. Ich verlinke euch mal ein schönes Video. Rufus, lass es jetzt bitte mal. Ist zwar auf Englisch und zwar von der Tula Pink. Das ist eine amerikanische Designerin und sie hat ganz tolle Videos zum English Paper Piecing gemacht.
Vielleicht finde ich auch ein deutsches Video, wo es erklärt ist. Ich glaube, ja, doch, ich wüsste da auch ein gutes deutsches. Aber ich werde euch die Tula Pink, das Tula Pink Video auf jeden Fall auch verlinken, weil ich das einfach ganz toll finde. Weil die das sehr, sehr schön erklärt und so die ganze, ihre ganze Philosophie dahinter. Die arbeitet nämlich sehr viel mit dieser Technik. Und ich habe sehr viele von diesen Hexiblümchen, weil ich da irgendwann mal einen Quilt mit draus machen will. Ja. Und weil ich im Moment auch mit diesen Blümchen etwas arbeite, und das werde ich euch nachher zeigen. Und ich finde das als Deko sehr schön und hat so ein bisschen Frühlingsvibes, oder? Dieses Engelchen, was da hängt, das habe ich geschenkt bekommen. Das war in einem Paket drin, was ich bekommen habe. Ein Paket mit Stoffen, was ich von der lieben Agnes bekommen habe. Danke, danke, danke schön. Da waren wunderschöne Stoffe drin, hauptsächlich für die Täschchen für diese Aktion Weihnachten im Schuhkarton, die ich letztes Jahr genäht habe und die ich dieses Jahr wieder nähen werde. Ich bin jetzt gerade hier dabei, nebenbei den Hund zu bespaßen. Man ist ja multitaskingfähig, nicht wahr? Ja. Ja, und natürlich Rainbow Bert ist auch immer dabei. Den kennt ihr ja schon, ne? Ja, so viel also zu dem, was ihr hier im Video seht. Mich kennt ihr auch. Die Hunde habt ihr auch gesehen. Rufus, du spinnst wirklich ein bisschen. Du bist ein bisschen Gaga heute. Nee, jetzt ist Schluss. Schluss, jetzt mach Pause. Pause. Rufus, mach bitte Pause. Dankeschön und bleiben. Super, jetzt müssen wir mal ein bisschen erzieherisch hier. Man gibt nie auf mit der Erziehung, man gibt nie auf. Zeige ich euch mal eben, was fertig ist. Es ist nämlich nicht viel fertig geworden. Etwas, was letztes Mal angefangen war, was ich fertig hatte, die habe ich euch, glaube ich, letztes Mal nicht gezeigt. Und zwar für die liebe Heide die Kuschelsocken aus ungefärbter Achtfach-Sockenwolle im Minecraft-Muster. Ich finde, die sind wunderschön geworden. Die leuchten richtig. Größe 38. Die waren recht schnell gestrickt. Das war ja die Gegenveranstaltung zu dem, was ich euch jetzt zeige. Ah ja, was habe ich hier? Es ist ein zwei rechts, zwei links Bündchen, also zwei rechts verschränkt, zwei links Bündchen, wie ich es immer stricke. Es ist eine Bumerangferse und eine Bandspitze. Und wie gesagt, das schöne Minecraft-Muster, was ich euch ja schon mehrfach verlinkt habe, verlinke ich euch auch wieder unten. Und ja, ich liebe dieses Muster. Was sehr schön ist, gerade für so Kuschelsocken, dieses Muster durch wie Bubbles, die da entstehen, wie diese so Bläschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Muster wärmt ganz besonders gut. Also das gibt eine ganz tolle Haptik in dem Strickstück. Deshalb liebe ich dieses Muster so. Diese Socken waren ja die Gegenveranstaltung zu den Socken, die ich für diese Aktion 2x4 Karl verlinke ich euch, blende ich auch nochmal ein, den Hashtag. Das ist ja von der Julia von Zebratante Strickt. Die Zebratante heißt der Kanal, glaube ich. Verlinke ich euch auch unten das Video, wo sie das alles vorstellt. Und diese Socken sind eben für, also sie sammeln Stricksachen für Obdachlose und 2 für 4, das hat was damit zu tun, dass bei dieser Aktion halt besonders Obdachlose mit Hunden, mit Haustieren unterstützt werden. Sie macht das irgendwie in Kooperation mit einer Tierfachhändlerin, Zoofachhändlerin, die dann auch Futter spendet für die Hunde und so weiter. Ja, den ersten hatte ich euch schon gezeigt. Das ist also Größe 46. Ich stricke hier ein einfaches, recht schlichtes Rechts-Links-Muster auf der einen Nadel und ansonsten 4 rechts, 2 links. Natürlich den Fuß glatt rechts.
Es ist eine verstärkte Herzchenferse und eine Bandspitze. Und der zweite Socken ist auch schon die Ferse fertig und ich bin am Fuß. Ich muss noch zwei Mustersätze, da ist also noch die Nadelgarage drin. Ich muss zwei Mustersätze am Fuß noch stricken und die Spitze, das heißt, der wird heute oder morgen fertig und dann werde ich den wegschicken. Den werdet ihr also nicht mehr zu sehen bekommen, diese Socken. Ich habe noch weitere Wolle für ein weiteres Paar. Das wird aber für diese Runde nicht mehr. Das werde ich dann Richtung Herbst schicken und dann im Herbst weitergeben. Ich werfe es mal da hinten hin. Ja. Da bin ich froh, wenn diese Socken fertig sind. Also das ist schon also Größe 46, meine Herren. Ja, ich habe auch noch Sockenwolle zugeschickt bekommen. Da ist auch schön männerbunte Sachen dabei, die ich auch dafür verwenden werde mit oder für ein anderes Projekt, was ich euch auch gleich noch zeigen werde. Und zwar habe ich von der lieben Gabriele ein Paket mit Wolle bekommen und sie hatte auch einen kleinen Strickauftrag für mich. Das werde ich euch nachher auch noch zeigen, was ich da gemacht habe. Das heißt, ich glaube, nein, wir sind jetzt so weit, dass ich euch das jetzt zeige. Und zwar habe ich eine neue Leidenschaft. Ich habe ein Foto auf Facebook gesehen und habe es nachgearbeitet. Und es gibt dazu auch ein Buch. Das Buch heißt, glaube ich, Spielfreunde. Ich verlinke euch das unten. Aber ich kann euch das kurz erklären. Im Grunde genommen, also wer ein bisschen stricken kann, braucht eigentlich das Buch nicht, aber vielleicht möchte der eine oder andere von euch das Buch trotzdem haben als Inspiration. Ich brauche es nicht, ich werde es mir nicht kaufen, weil die Grundtechnik ist wirklich super easy und kreativ bin ich selber. Also ich brauche da auch keine großartigen Anregungen. Ja, also ich mache mal in der Reihenfolge. Das war die Nummer 1. Den süßen Kerl habe ich also wirklich einfach nach dem Foto nachgearbeitet. Ist das nicht herzig? Ist der nicht unfassbar süß? Zur Machart erkläre ich euch gleich mehr. Unfassbar süß. Dann habe ich ein Mädchen versucht. Da ist ein Mädchen mit einem Rock. Den Rock habe ich separat gestrickt und der sollte eigentlich locker sein, aber da der sich immer so hochgerollt hat, habe ich ihn dann doch festgenäht. Aber man erkennt es trotzdem eindeutig als Röckchen. Ja, das war die Nummer 2. Das war die Nummer 3. Ihr seht, ich habe auch ein bisschen mit der Hautfarbe experimentiert und der hat sogar einen Rollkragenpulli an. Haha, und einen Schal dazu. Ja, und das ist die Nummer 4. Der sieht so ein bisschen, erinnert mich an die Heinzelmännchen. Für den stricke ich gerade noch einen Schal. Der bekommt noch einen grünen Schal. Ja. Zur Grundtechnik. Ihr strickt einen Schlauch. Und zwar strickt ihr für die Füße, ihr schlagt. Also ich habe hier bei dem zum Beispiel 44 Maschen angeschlagen. Ich habe drei oder vier Reihen in links, in schwarz für die Füße gestrickt. Dann habe ich in glatt rechts, ich glaube 6 cm für die Hose gestrickt. Dann habe ich in kraus rechts 6 cm für den Pullover gestrickt. Und dann habe ich glaube, 4,5 cm oder so für den Kopf gestrickt, in glatt rechts. Und dann eine Spitze, eine Propellerspitze, wie bei einem Socken gestrickt. Die Mütze ist extra gestrickt und der Schal ist ein I-Cord mit 4 Maschen.
ein Eicord-Bändel mit vier Maschen könnte man auch mit der Strickliesel machen, aber Eicord-Bändel geht auch. Ja? So, und das strickt ihr. Das heißt, ihr habt dann quasi einen Schlauch, der oben eine Spitze hat, wie ein Socken. Das Ganze wird gestopft, nicht zu fest, nicht zu locker, so wie ihr das haben wollt. Dann näht ihr hier unten zu, dann schnürt ihr den Hals ab. Ja, also ich fädel da einfach einen Faden dann durch die Maschen durch und ziehe den zu und schnür den so ab. Ihr könnt den Kopf allerdings auch einfach mit dem Schal abschnüren, aber so ist es so, wenn der Schal ab ist, ist der Kopf immer noch da. Ja, aber natürlich, das könnt ihr machen, wie ihr das möchtet. Dann nehmt ihr einen Faden in der Farbe des Pullovers und dann setzt ihr hier an und näht hier durch die ganze Puppe, also durch die Watte und durch beide Schichten durch, näht ihr den Arm ab, auf der anderen Seite auch. Und dann setzt ihr hier unten an und näht bis zum Schritt. Natürlich nicht bis ganz hoch, sondern ein Stückchen darunter. Ja, und dann die Mütze, wie gesagt, ist separat gestrickt, die ist aber auch festgenäht. Muss man aber auch nicht unbedingt. Man kann auch noch Haare dran machen, aber ich finde das so eigentlich ganz niedlich. Wie gesagt, bei dem Mädchen habe ich die Haare dran gemacht. Und ihr seht jetzt mal den Unterschied. Also den habe ich mit 40 Maschen gestrickt. Der ist etwas kleiner geworden. Und den habe ich eben mit 2,0er Nadel mit Vierfachgarn gestrickt. Und bei ihr habe ich eine 2,5er Nadel genommen und habe das Garn doppelt genommen. Also das Vierfachgarn doppelt, also quasi achtfach. Und den habe ich ebenfalls mit doppeltem Garn mit Sockenwolle doppelt genommen und habe ihn aber mit 3,0 gestrickt. Und der gefällt mir also besser. Bei ihr habe ich, finde ich, ist mir der Kopf ein bisschen groß geworden, aber das ist halt einfach. Also das sieht ja nur komisch aus, wenn man die alle im Vergleich sieht. Wenn man diese Puppe einzeln sieht, ist sie ja sehr niedlich. Ja, diese Puppe war der Auftrag von der Gabriele. Den werde ich also die Tage auch wegschicken. Und die anderen drei gehen in die Aktion Weihnachten für Weihnachten im Schuhkarton. Da werde ich im Laufe des Jahres noch mehr stricken, weil das macht so viel Freude. Also, das Grundgerüst ist an ein oder zwei Abenden, also die mit doppelt gestrickt und mit, da braucht man natürlich weniger Maschen. Hier hatte ich 32 Maschen habe ich bei dem gehabt. Bei ihr hatte ich, glaube ich, auch 32 Maschen, ja. Man braucht dann natürlich weniger Maschen und weniger Reihen. Insofern geht das mit doppelt gehaltener Wolle schneller. Diese sind also an einem Abend, ist das Grundgerüst gestrickt und dann braucht man noch einen Abend für die Ausgestaltung. Ich sag mal, da braucht man vielleicht drei Abende insgesamt aus der normalen Vierfachsockenwolle, weil man natürlich mehr Maschen auf der Nadel hat und auch mehr Reihen stricken muss, um die Größe zu erreichen. Das ist klar. Aber es ist wirklich ein schnelles Projekt. Man kann wunderbar Sockenwollreste oder überhaupt Wollreste, weil man kann ja auch Polygarn dafür verwenden, kann man da aufbrauchen. Das Grundgerüst ist schnell gestrickt und man kann seiner Kreativität einfach freien Lauf lassen, der Farbgestaltung, und durch das Gesicht kann man denen einfach eine ganz unterschiedliche Persönlichkeit geben. Personality. Wunderschön. Und das wäre doch ein schönes Thumbnail. Ja, das werden wir als Thumbnail nehmen, weil es einfach schön ist.
Ich finde es wunderschön. Also ich liebe diese Püppchen. Ich liebe sie alle. Und ich werde es so machen, dass ich die sammeln werde und erst im November dann abgeben werde für diese Aktion Weihnachten im Schuhkarton und bis dahin ja noch einige machen werde. Und ich möchte dann im November, bevor ich sie abgebe, ein schönes Gruppenfoto machen von allen. Also ich habe auch schon schöne Ideen, also irgendwie so, was weiß ich mal, so im Wald oder sowas und die dann so an die Bäume stellen und dann filmen und mal gucken, was mir da noch so einfällt. Ich finde es toll. Ich habe auch schon Ideen, man könnte da auch noch einen Hund oder einen Teddybär machen. Also lasst euch einfach überraschen. Ich werde euch in den weiteren Folgen immer zeigen, was ich da Neues kreiert habe. Es macht Spaß. Ja, ist eine neue Sucht und ja, erwärmt mein Herz wirklich. Also mir geht da das Herz auf. Das macht so viel Spaß. Und ich glaube, dass ich da Kinderaugen zum Leuchten bringe mit. Das wird richtig schön. Also ich glaube, dass sie, das werden kleine Freunde für Kinder und die hoffentlich sehr geliebt werden. Also ich liebe sie alle und sie sind mit Liebe gemacht, mit Liebe in jeder Masche und in jedem Stickstich. Ja, macht mir ganz viel Freude. Ihr merkt es. Ihr merkt es sicherlich. So, machen wir mal weiter. Was habe ich denn ansonsten gemacht? Ja. Ich habe an meinem Irland-Pullover weiter gestrickt und ich bin nicht ganz sicher, ob ich euch das letztes Mal schon so gezeigt habe oder ob ich das wirklich, 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 wirklich seitdem gestrickt habe. Aber ich möchte einfach, ich zeige es so oder so nochmal. Und zwar habe ich das erste Colorwork-Teil fertig und zwar ist das der keltische Knoten. Ist der nicht wunderschön geworden? Ich kann das jetzt nicht überziehen, weil mir dann die Maschen runterfliegen und ich habe das jetzt nicht auf dem Scooby-Doo-Seil. Ich kann euch aber sagen, dass es soweit jetzt passt. Ich habe jetzt noch wieder Maschen zugenommen und habe, ihr seht schon hier, die nächsten grünen Streifen, schwarzen und grünen Streifen. Und es geht jetzt los mit den Schafen. Die kommen jetzt als nächstes. Das Garn ist dieses Donegal Tweed von, was ich in Irland gekauft habe. Es ist ein absoluter Traum. Dieses Garn fühlt sich so wunderbar an, so toll. Und ich freue mich auf diesen Pullover. Der wird einfach ein Träumchen. Und ich finde, das sieht so, so, so toll aus. Ja, ich hoffe, dass ich euch nächstes Mal die Schafe zeigen kann. Das war das. Machen wir weiter. Woran habe ich noch gearbeitet? Ich habe relativ viel, weil mehrfach auf Autofahrten am Einhornzebra gearbeitet und den zeige ich euch jetzt einfach mal wieder, weil ich komme damit jetzt langsam. Der hat jetzt die Breite erreicht, die ich haben will. Der ist ein bisschen verwurstelt. Und wenn ich ihn mir jetzt umlege, hat er eigentlich auch schon fast die Länge, die mir ausreichen würde. Insofern habe ich jetzt, ich habe ja die ganze Zeit immer 6 Maschen abgekettet, alle 20 rein, und ich bin jetzt schon dabei, das zu steigern. Ich habe jetzt schon 2 mal 8 Maschen abgekettet und jetzt werde ich also immer 2 Maschen mehr abketten. Da kommt also schon noch bestimmt so ein Stück dran. Und dann reicht er auf jeden Fall. Ich werde also nicht die beiden Knäule komplett aufstricken, weil ich will den jetzt im Frühjahr tragen können. Und deshalb will ich, dass dieses Projekt jetzt endlich fertig wird. Und ja, vielleicht ist er beim nächsten Mal, wenn ich in der nächsten Folge schon fertig. Ich liebe es, das Einhorn-Zebra. Das ist wirklich schön. Zeigen auch so rum nochmal. Ein absoluter Traum, oder? Richtig toll. Wunder, wunder, wunderschön. Ja, daran habe ich gearbeitet. Dann habe ich gearbeitet. Ich habe nicht am Glittering Snowscape gearbeitet. Ich glaube nicht.
Ich meine, ich hätte ihn euch letztes Mal in dem Zustand gezeigt, in dem er jetzt ist. Ich habe im Moment irgendwie gar nicht so viel Lust auf Tücher stricken, weil ich das Gefühl habe, ich habe so viele und ich möchte jetzt lieber Pullover und ich liebe diesen Kleinkram. Ja, wo ich noch dran gearbeitet habe, war die Decke für die liebe Elisa. Da kann ich euch mal wieder zeigen. So sieht sie jetzt aus. Ihr seht, ich bin jetzt beim Gelb schon angelangt. Die wird, oh, jetzt seht ihr sie mal so halbwegs im Ganzen. Die wird absolut wunderschön. Der Bobbel neigt sich, der erste Bobbel neigt sich auch dem Ende zu. Ist nicht mehr so allzu viel. Muss man aufpassen, dass er sich nicht verwurstelt. Und mache es im Moment so, dass ich wirklich versuche, das jeden Tag in die Hand zu nehmen und jeden Tag, Entschuldigung, jeden Tag eine halbe Runde zu machen. Also ist ja ein Sechseck, Hexagon, hat also sechs solche Seiten und ich versuche jeden Tag drei Seiten zu schaffen. Brauche ich aktuell fast 1,5 Stunden für. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich reduzieren demnächst auf 2 Seiten pro Tag, aber ich möchte sie einfach jeden Tag in die Hand nehmen und dran arbeiten, weil es macht sehr viel Freude und sie soll ja auch irgendwann mal fertig werden, gell? Also irgendwann mal, ne? Ja, ich rausche ein bisschen durch, wie ihr merkt. Wir müssen trotzdem gleich unterbrechen, weil der Speicher gleich voll ist. Wisst ihr was? Wir unterbrechen jetzt, weil der Speicher voll ist. Und danach geht es weiter. Da bin ich wieder. Der Speicher ist wieder frei. Ihr seht, da im Hintergrund habe ich jetzt meinen Laptop offen und ich habe nämlich das, was ich eben aufgenommen habe, direkt schon auf den Laptop gemacht. Klar, musste ja den Speicher frei machen und habe es direkt jetzt schon in den Windows Movie Maker eingefügt. Weil der braucht immer ein bisschen, um das irgendwie zu bearbeiten, damit ich es dann weiter bearbeiten kann. Und da ist er jetzt dran und da ist er beschäftigt. Und dann ist das Video schon soweit, wenn ich mit dieser Aufnahme fertig bin. Ja, wir wollten weitermachen mit Dingen, an denen ich gearbeitet habe. Und zwar ist das nächste, woran ich gearbeitet habe, das Sternkissen. Und es sind jetzt beide Seiten fertig. Das war ja die erste Seite, die hattet ihr, glaube ich, schon gesehen, fertig. Und das war die zweite Seite. Ihr seht, die wirkt ganz anders. Und tada, der erste Zacken ist schon dran. Und ich bin am zweiten Zacken. Ja. Das wird ja komplett aus Resten gestrickt. Das macht richtig viel Spaß. Wie ihr seht, in den Zacken sind keine weißen Flauschstreifen mehr drin. Aber ich finde, das wirkt richtig toll. Und ja, das Kissen bekommt ja meine Tochter, wenn es fertig ist. Und die ist auch schon ganz begeistert und freut sich darauf. Ja, da habe ich ein bisschen weitergemacht. Aber dann kam die Sache mit den Püppchen. Und seit ich mit den Püppchen angefangen habe, habe ich daran nicht mehr weitergearbeitet. Aber kommt noch. Wird alles irgendwann. Irgendwann wird alles fertig. Irgendwann mal. Dann kam ein kleines Störprojekt dazwischen. Ich war ja im. Wann war denn das? Im September, genau, als ich mein Spinnrad geholt habe. Meine Bärbel war ich ja bei der lieben Martina in der Nähe von Erfurt und habe da auch persönlich ihren Mann kennengelernt, den lieben Knut, den ich hiermit ganz herzlich grüße, weil ich weiß, er guckt immer mit meinen Podcasts. Er ist ein Fan von mir, was mich sehr freut. Ich bin auch ein Fan von ihm, weil er ist ein ganz toller, lieber, netter Mensch. Ich hatte ja von dem Strickwochenende, wo wir da waren, erzählt und das war ja wirklich ganz toll. So. Der liebe Knut strickt selber nicht. Aber er interessiert sich dafür.
Er hat ja uns damals auch quasi ein Strickdiktat gemacht. Also er hat uns allen, die wir den Dotted Race von Stephen West gestrickt haben, die Anleitung vorgelesen, damit wir den Zettel nicht mehr rumgeben mussten. Ja, und der liebe Knut hat jetzt selber ein Tuch kreiert. Und die Martina hat mich dann angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, dieses Knut-Tuch, also Knu-T-Uch. Ich blende es mal unten ein, weil es besser ist zu sehen, dann versteht man den Witz an der Sache. Also das Knu-Tuch. Knu-Tuch, Gnu-Tuch, Knu-Tuch. Lieber Knut, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung und so, ne? Musste durch. Ja, der Clou an diesem Tuch ist, also es sind nur die ersten paar Reihen, die ein bisschen frickelig sind, und dann hat man das Muster eigentlich sehr schnell drin. Und der Clou ist, dass es mit einer dicken Nadel und eine dünne Nadel gestrickt wird. Laut Anleitung sollte die dünne Nadel 2,75 sein und die dicke Nadel 6,5. Jetzt ist es so, genau diese Stärken habe ich nicht. Habe ich nicht da. Und für so einen Teststrick mir neue Nadeln kaufen wollte ich auch nicht. Ich stricke also, habe die dünne Nadel eine 6,5 und die dicke Nadel ist eine 6,0. Und es wird also, so viel kann ich, darf ich glaube ich verraten, immer eine Reihe mit einer dünnen Nadel gestrickt und mit der dünnen Nadel und eine Reihe mit der dicken Nadel. Mehr verrate ich vom Muster nicht. Und ich zeige es euch mal. Es sieht, also das Tolle ist, dass dieses Muster von beiden Seiten gut aussieht. Das Garn ist eine selbstgefärbte, ist Sockenwolle, vierfach Sockenwolle, die ich selber gefärbt habe. Ich mag diese Färbung sehr. Also so sieht es von der einen Seite aus, das Muster, und so sieht das Muster von der anderen Seite aus. Also ich finde, man kann das durchaus beidseitig tragen. Ja, und man fängt hier an der Spitze an und die Reihen werden immer länger. Ja, es wird, glaube ich, ein eher flaches Tuch, und es ist so, dass ein Strang reichen soll. Ist so geplant. Das ist halt, wie gesagt, das ist das Garn. So sieht es im Knäuel aus. Und ja, ich werde dieses eine Knäuel mal verstricken und dann schauen wir mal weiter. Ja, es ist, wie gesagt, es ist mindless knitting, wirklich. Es ist nicht schwierig. Inwieweit diese Anleitung irgendwie veröffentlicht wird oder sowas, das weiß ich nicht. Da habe ich jetzt keine Informationen dazu. Auf jeden Fall bin ich, glaube ich, die einzige Teststrickerin. Das heißt, Martina wird es eventuell, nachdem sie meine Anfänge gesehen hat, vielleicht auch stricken. Also ich werde euch auf dem Laufenden halten. Sollte es die Anleitung irgendwann geben, werde ich euch darüber informieren. Ansonsten, ja, es macht Spaß. Ein Mindless Knitting. Und das war jetzt für die Zeit für mich genau das Richtige. Wie gesagt, die Sorge um meinen Hund hat doch bewirkt, dass ich nicht unbedingt irgendwelche schwierigeren Dinge stricken wollte. Ja, jetzt zeige ich euch noch ein Projekt, was in Arbeit ist, wo ich angefangen habe, was ich schon lange geplant habe und wo ich jetzt endlich losgelegt habe. Und zwar hatte ich mir ja im letzten Jahr eine Jeansjacke gekauft, der, ich sag mal so, verzweifelte Versuch, mir meine Jugend zurückzuholen, weil ich in meiner Jugend immer Jeansjacke getragen habe. Aber natürlich ist es jetzt nicht damit getan, einfach eine Jeansjacke zu tragen. Es muss jetzt schon eine meine Jeansjacke sein. Und ich habe diese Jeansjacke wirklich, es ist eine ganz schlichte, einfache Jeansjacke, die ich für kleines Geld
bei Lidl gekauft habe letztes Jahr. 12,99 für eine wirklich meiner Meinung nach gute Jeansjacke. Und ich zeige euch jetzt mal, und da seht ihr das, was auf dem Hintergrund ist. Ich habe angefangen, dort die Hexis aufzunehmen. Ich versuche mal, euch das so zu sagen. Jetzt sehe ich nicht mehr, was ich da zeige. Also das wird der Rücken. Und ich habe hier oben dieses Dreierteil habe ich schon angenäht und bin jetzt gerade bei dieser Hexiblume dabei, die anzunähen. Und dann werde ich nach und nach die anderen annähen. So, und ich saß dann so an meinem Schreibtisch und hatte das Bein so hoch und habe auf meinem Bein genäht und habe es dann also einmal tatsächlich an meiner Hose festgenäht. Und seitdem lege ich also diesen Tupper-Schüsseldeckel einfach da drunter und benutze den quasi so, wie man beim Strümpfestopfen einen Stopfpilz verwendet, habe ich das da drunter und kann dann nähen. Also ich nähe die Dinger von Hand an, was ein bisschen schwierig ist, weil ja jeder, der schon mal von Hand etwas auf Jeansstoff genäht hat, weiß, dass das nicht so ganz einfach ist. Aber da ich nicht nur auf dem Rücken Dinge aufnähen will, sondern auch zum Beispiel vielleicht auf den Ärmeln und hier vorne und vielleicht hier im Schulterbereich und ich nicht alle Teile unter die Jeansjacke kriege, unter die Nähmaschine kriege, ich aber möchte, dass das alles gleich aussieht, habe ich mich jetzt direkt entschieden, es wird alles mit der Hand angenäht. Ja, wie lange das dauert, weiß ich noch nicht. Was dann nämlich auch noch geplant ist, dass ich nicht in Original-Sashiko-Stickerei, weil die ist ja nur mit Weiß und mit konkreten Mustern, aber so mit diesem einfachen Steppstich will ich noch hier drum rumsticken, irgendwie Schnörkelchen oder mal gucken, das ist jetzt so angedacht. Ich schau mal. Also die wird im Endeffekt sehr bunt und sehr schön und ziemlich, ziemlich, ziemlich cool werden, diese Jacke. Und ich freue mich drauf. Und eigentlich würde ich die gern im Frühjahr schon tragen. Ob das was wird, weiß ich noch nicht. Ja, mal tief durchatmen. Ich glaube, ich rausche heute ziemlich durch. Aber ich möchte euch ja nachher auch noch vom Pudel erzählen und so weiter. Und ich glaube, so bei an die 45 Minuten sind wir ja jetzt auch schon. Ich habe gestern Wolle gefärbt. Die Wolle ist jetzt noch nicht in Strängen, weil sie noch nicht hundertprozentig trocken ist. Jetzt mache ich diese zweimal zur Seite, weil die zeige ich euch ganz zum Schluss. Auch fangen wir doch direkt mal mit denen an. Wer meinen Kanal ein bisschen verfolgt, weiß ja, dass ich schon mal eine Verlosung gemacht habe. Das war bei. War das bei den. Das war bei den 1000 Abonnenten. Genau, als ich 1000 Abonnenten hatte. Wir sind bei fast 2000. Es fehlen nur noch knapp 100 Abos. Also, ich mache jetzt einfach mal den Aufruf. Wer von euch regelmäßig hier zuschaut, aber noch nicht abonniert hat, das wäre jetzt eine sehr gute Gelegenheit. Ich habe in nicht mal 2 Wochen Geburtstag. Knappe 2 Wochen sind es noch. Und es wäre doch richtig, richtig cool, wenn ich zu meinem Geburtstag 2000 Abonnenten hätte. Schaffen wir das? In knapp 2 Wochen 100 Abonnenten dazu zu kriegen? Ich kann nichts tun, es liegt an euch. Also, wie gesagt, alle, die hier regelmäßig zuschauen, aber nicht abonniert hatten, haben, drückt doch bitte unten aufs Abo und auf die Glocke. Däumchen hoch, Kommentare sind auch toll, natürlich. Ja, mehr bettel ich jetzt nicht. Es wird irgendwann soweit sein. Und es wird natürlich, wenn ich 2000 Abonnenten habe, wieder eine Verlosung geben. Und ich habe gestern 2 Stränge Wolle dafür gefärbt. Und weil 2000 wirklich eine tolle Zahl ist, habe ich gedacht,
Es muss mal glitzern und es sieht richtig, es glitzert so richtig, ne? Es wird also zwei Gewinner geben. Jeder bekommt einen Strang Wolle und ich werde auch noch Projekttaschen. Nee, dabei lasse ich mir noch was einfallen. Es ist ein bisschen Frühling, es ist ein bisschen Herbst. Ach, man kann es deuten, wie man will. Das sieht jetzt sehr bunt aus, aber ich habe tatsächlich nur drei Farben verwendet und der Rest ist gemischtes. Aber guck doch mal, das sieht schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool aus. Und vor allen Dingen, die glitzert wie Hulle, diese Wolle. Es war übrigens Wolle, die ich auch von der lieben Gabriele bekommen habe. Da hatte ich euch ja erzählt, die hat mir ja das Paket mit den Farben geschickt. Ich habe also auch teilweise jetzt beim Färben gestern schon von ihren Farben verwendet. Wunderschöne Farben dabei. Und sie hatte mir ja dann noch Garn zum Färben angeboten, günstig. Dieses Angebot habe ich angenommen und als sie mir diese Wolle dann, wir haben es überwiesen, das Geld, was verabredet war, und sie hat mir dann eben noch ein paar Stränge Glitzerwolle und zwar vierfach und sechsfach mit dazugegeben. Herzlichen, herzlichen Dank, liebe Gabriele. Hat mich sehr gefreut. Und eben, wie gesagt, zwei Stränge von der Glitzerwolle, vierfach Sockenwolle von Super Garnicom, die schön glitzert, habe ich gefärbt für euch. Und da, die wird verlost, sobald ich 2000 Abonnenten habe. Wunder, wunderschön. Also, ich bin so begeistert. Ich habe das noch nicht gestrengelt, diese Wolle, weil die noch nicht hundertprozentig trocken ist. Die wird also jetzt, sobald ich hier mit der Aufnahme fertig bin, kommt die Wolle wieder auf die Heizung. So, dann habe ich gefärbt. Wolle, die ich geschenkt bekommen habe, und zwar von der Mutter meiner lieben Nähfreundin Heidi, von der lieben Toni. Toni, ich grüße dich. Ich weiß, dass du das hier auch ab und zu mal guckst oder ganz guckst oder zumindest mal reinguckst. Der hatte ich ja die Topflappen genäht, die ich euch letztes Mal als Foto noch gezeigt habe. Und sie hat mir als Dankeschön ein Päckchen geschickt und da war diese Wolle drin. Und zwar hat ihre andere Tochter, die Schwester von der Heidi, hat eine Schäferei, also züchtet Schafe und produziert da wohl auch eigene Wolle. Und das ist also Wolle von deren eigenen Schafen. Und das habe ich mir gestern gefärbt. Und das ist ein sehr schönes, dickes Garn. Also das ist schön Decay-Garn, schätze ich mal. Wie viel Meter das sind, weiß ich nicht. Es sind circa 80 Gramm. Und ja, ich habe mir das gefärbt und werde mir daraus Handstulpen stricken. Und zwar richtig schöne mit einem langen Bündchen und die schön bis hier oben hingehen und einen langen Daumen. Weil ich es so mache, wenn ich Handstulpen anhabe, zum Beispiel zum Gassi gehen, dass ich, wenn ich die Finger nicht brauche, dann ziehe ich die zurück und habe dann also in diesem Handschuh eine Faust. Und deshalb werde ich die schön weit machen. Also die Handschuhe schön weit und dann aber hier oben wie ein Bündchen dran um die Finger, dass das da abschließt, dass wenn ich also die Finger draußen habe, das schön zu ist und ansonsten kann ich die Hände da reinziehen und wie gesagt, schönes langes Bündchen, das wird dafür reichen und das werden Handstulpen für mich, da freue ich mich schon sehr drauf. Dann habe ich einen Strang achtfach Sockenwolle gefärbt für mich. Das war so ein bisschen mein Farbteststrang, aber ich habe da alles Mögliche an Farbe dann zum Schluss noch drauf gemacht. Sehr schön, nicht wahr? Wunder, wunderschön. Da möchte ich für mich ein paar schöne dicke Kuschelsocken, Bettsocken, Couchsocken, hier zu Hause Rumlaufsocken stricken, wahrscheinlich im Minecraft-Muster. Ja, schauen wir mal. Wird auch sehr, sehr, sehr schön. Dann habe ich zwei Stränge gefärbt. Vierfach Sockenwolle.
für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Also zweimal grün. Warum hängt da was? Da hängt was. Jetzt habe ich zweimal grün. Und zwar einmal komplett grün. Schaut euch das an. Es ist wunderschön. Helle, dunkle Grüntöne. Also das hier ist viel, viel dunkler und intensiver als, wenn ich da jetzt mal beschatte. Ja, schade. Ja, so genau, so ein bisschen, das trifft es eher. Also das ist ein sehr wunderschönes, dunkles, intensives Grün. Das war eine der Farben, die Gabriele mir geschickt hat. Das ist nämlich das Kelly Green. Und es ist einfach wunderschön und das ist gemischt mit Apfelgrün. Apfelgrün und Kelly Green. Also, oh, satt. Das ist das eine. Und dann habe ich noch einen Knallerstrang, ebenfalls für grüne Socken. Da seht ihr jetzt in der Mitte mal, ich zeige es mal so, da seht ihr nur dieses Kelly Green. Und da ist dieses Apfelgrün. Was aber auch intensiver ist als das, was ihr jetzt seht. Und das ist kombiniert mit Pink. Grün mit Pink, werden das nicht tolle Socken. Das Pink ist also viel intensiver und knalliger und ja, es ist wunderschön. Der ist doch toll, der Strang, oder? Und da unten ist ganz helles Grün. Ne, hier oben ist ganz helles Grün. Da, guckt mal da. Das ist fast so ein Mintgrün. Ja, wunderschön. Da freue ich mich richtig drauf, diese Socken zu stricken. Und ich denke, dass ich da sicherlich, also ich werde ein paar Socken komplett daraus stricken. Ein paar Socken komplett daraus. Und dann wird es ein paar Socken geben, wo ich das hier mit dem kombiniere. Und zwar werde ich hier Bündchen, Ferse, Spitze damit stricken, den Rest vom Socken damit. Also damit habe ich drei Paare und da wird sicherlich noch was übrig bleiben, so dass ich das dann nochmal Fersebündchenspitze für ein weiteres Paar Socken daraus kriege, denke ich mal. Also ich werde gucken, dass ich so viel wie möglich an Socken für die Aktion Weihnachten, nein, nicht für die Aktion Weihnachten, Schuhkarton, für die Aktion grüne Socke natürlich, logisch, werde ich 3, 4, vielleicht 5 Paar Socken da rauskriegen. Mal gucken. Die haben ja auch geschrieben, dass sie eher große Größen brauchen, also Größe 42. Ich werde also eher größere Socken daraus stricken. So, ich habe noch zwei weitere Stränge zu zeigen. Ich habe ja von der lieben Susan vom Aargauer Strickliesel, im Aargauer Strickliesel, habe ich ja Weihnachtsplätzchen bekommen und wir hatten ja den Deal ausgemacht, sie kriegt dafür Wolle und ich habe jetzt die Wolle für sie gefärbt. Und zwar habe ich ihr zwei Stränge Aktivfein Bambu 400 Meter auf 100 Gramm, also Fingeringstärke, gefärbt. Das ist ein Garn von Supergarnicom. Was wer mir hier folgt, schon öfter gesehen hat, weil ich dieses Garn einfach absolut liebe. Das ist, kann man als Sockenwolle verwenden, aber es ist einfach traumhaft für Tücher. Und jetzt muss ich gerade. Uiuiuiui. Ich glaube, das ist vom Reden, kriegt man nicht genug Sauerstoff und dann fängt man an zu gähnen. So, ja. Und liebe Susanne, wenn du nicht gespoilert werden willst, wenn du dich überraschen lassen möchtest und dein Garn nicht sehen willst jetzt vorab, dann solltest du jetzt einfach mal wegschauen. Ich sag dir Bescheid, wenn du wieder hingucken kannst. Aber ich möchte es gerne zeigen und ich glaube, dass alle das gerne sehen wollen. Sie hat sich gewünscht, einmal pink und einmal blau. Und so habe ich es auch gefärbt. Auch ich zeige mal den blauen zuerst. Also, liebe Susanne, guck weg oder guck hin, wenn du es schon sehen willst. Wenn du dich überraschen willst, guck bitte weg. So, das ist der blaue Strang. Und es ist viel blauer, viel intensiver blau, als die Kamera es jetzt zeigt. Das, ja, so kommt es ungefähr hin. Es ist noch ein bisschen dunkler. Also es ist richtig schönes Royalblau. Und es geht hier in helleres Blau über mit ein bisschen türkisen Speckles drauf. Ja.
wunderschön. Ich zeige es euch mal so. Also wenn das jetzt im Strang wäre, würde es so aussehen ungefähr. Ja, wunderschönes Garn. Wunderschön. Und es ist so weich. Es ist wirklich weich, aber es ist auch noch nicht ganz trocken und deshalb ist es nicht gestrengelt, weil es kommt jetzt wieder auf die Heizung. So, und dann kommt natürlich noch der pinke Strang. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Und das war die Farbe Pinke Orchidee mit ein bisschen Knallpink Speckles. Und das war auch eine Farbe, die die Gabriele mir geschickt hatte. Und das ist auch, das ist ein bisschen dunkler, aber es knallt schon so, wie die Kamera das zeigt. Ja, es ist ein Träumchen. Ja, da habe ich also richtig Freude dran gehabt. Liebe Susanne, du darfst wieder gucken, die Stränge sind nicht mehr zu sehen. Ich glaube, sie werden dir gefallen. Die werde ich ihr wahrscheinlich persönlich bringen, weil ich im März vermutlich ein paar Tage zu meiner Freundin in die Schweiz fahre, zur lieben Petra. Die wohnt in einem Vorort von Zürich und ja, da liegt Aargau auf dem Weg. Und ich werde die Susanne besuchen, auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg oder vielleicht auch auf beide. Vielleicht mache ich zweimal eine Kaffeepause bei ihr. Mal schauen. Ja, da werde ich berichten, definitiv. Ja, das war jetzt alles, was ich euch zu zeigen habe, was ich gewerkelt habe, was ich gemacht habe. Also es war einiges. Und jetzt werden wir mal schauen. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von all denen, die sich nur fürs Handarbeiten interessieren, die von den Hunden nicht so viel wissen wollen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis wir uns wiedersehen. Ich denke, dass das jetzt noch im Februar sein wird und sonst halt Anfang März. Ich muss halt immer gucken, ob es sich überhaupt lohnt, ob ich euch was zu zeigen habe, ob ich Zeit habe, ob ich Lust habe, ob es mir gut geht, ob es den Hunden gut geht. Oh. Also es ist natürlich so, ich meine, ich verdiene ja mit diesem Kanal nichts und von daher fühle ich mich da auch in keinster Weise verpflichtet. Ich bin jemand, ich bin, was das ja, Berufliche angeht oder auch wenn ich mit irgendjemandem Tauschgeschäfte mache oder sonst irgendwas, bin ich ja, zwanghaft zuverlässig. Also ich bin da wirklich extrem drauf bedacht, dass das alles korrekt ist und dass ich alles, dass ich Termine einhalte und alles, dass ich immer pünktlich bin und pünktlich liefere und so weiter. Aber das hier ist ein reines Lust- und Spaßprojekt, dieser Podcast, und da möchte ich mich also nicht irgendwie festlegen und sagen, ich muss an dem und dem Tag aufnehmen und ich muss bis dann und dann die nächste Folge. Nee. Freut euch, wenn eine neue Folge kommt, und ich versuche ja schon so zweimal im Monat eine Folge zu machen. Und wenn es mal nicht klappt, wenn es halt mal 3 Wochen dauert, dann ist das halt so, ja? Aber es kommt. Es kommt wieder eine Folge, ganz sicher. Bin ich ganz sicher, wenn da nichts, keine höhere Gewalt dazwischen kommt. Man weiß es ja nie. Man muss ja einfach dankbar sein, wenn es einem gut geht und so weiter. So, also, all diejenigen, die sich für den Hundekram nicht interessieren, die den Rest nicht wissen wollen, die sich nur fürs Handarbeiten interessieren, alles in Ordnung, das ist völlig legitim. Ich wünsche euch alles Gute bis zur nächsten Folge. Seid schön kreativ, seid lieb zu anderen, seid lieb zu euch selber, seid euch selbst eine gute Freundin oder ein guter Freund, wie auch immer, wie ihr wollt. Und ja, wir sehen uns. So, also, jetzt sind alle weg, die sich nicht für Hunde interessieren. Jetzt können wir ungestört über Hunde reden.
Ja. Was war denn da los mit dem Pudel? Also direkt als allererstes mal, das ist schon ein kleiner Spoiler, aber eine ganz wichtige Botschaft an alle, in deren Umgebung Haustiere leben, in deren Umgebung vielleicht kleine Kinder leben oder auch ältere, demente Menschen. Seid bitte extrem achtsam mit euren Medikamenten. Extrem vorsichtig. Mein Mann ist sehr vorsichtig und trotzdem ist ein Unfall passiert. Ja. Man kann es nicht anders sagen, es war ein Unfall, es muss passiert sein, ohne dass er es gemerkt hat. Aber das hätte übelst ausgehen können. Ja. Also, es war ja so, dass ich im letzten Podcast ein bisschen neben der Spur war, weil mein Pudel morgens Blut gepinkelt hatte. Und hätte kein Schnee gelegen, hätte ich das nicht gesehen. Also ich bin dankbar, ich, die keinen Schnee mag, bin in dem Falle wirklich dankbar, dass Schnee lag und ich möchte auch nie wieder was gegen Schnee sagen, weil ohne Schnee hätte ich das nicht gesehen. Natürlich, wenn man drauf achtet, sieht man das Blut auch. Erkennt man das auch auf Blättern oder sonst was? Es war ja in den folgenden Tagen, habe ich ja drauf geachtet und da war dann der Schnee auch teilweise schon weg und dann habe ich es natürlich trotzdem gesehen. Aber ohne speziell darauf zu achten und ohne genau hinzuschauen, hätte ich es ja nicht gesehen, dass mein Hund Blut pinkelt. Ja. Wir haben ja an dem Tag dann noch eine Blutprobe, eine Urinprobe zum Tierarzt gebracht. Der hat Antibiotika bekommen und ein Schmerzmittel. Ich muss dazu sagen, die ganze Zeit, auch an dem Tag, die ganze Zeit ging es dem Edgar subjektiv gut. Er hat keine Schmerzen gehabt. Er war nicht schlapp oder müde. Er hat sich komplett normal verhalten. Hat rumgetobt, er hat gespielt. Er hatte seinen Jagdeifer draußen wie immer. Er hat Attacken auf den Aussie gemacht wie immer. Er hat gefressen wie immer, also mit Appetit gefressen. Es war diesem Hund nichts anzumerken. Aber er hat halt Blut gepinkelt. So, dann sind wir montags zum Tierarzt hin. Da war der Tierarzt, also wir haben ja hier in Rhein-Münster, also in dem Ort, wo ich wohne, ist eine Tierarztpraxis. Und da sind also der Chef-Tierarzt, der Chef selber und zwei Tierärztinnen. Das Schöne an der Praxis ist, dass die also ein Notfallhandy haben und dass also eigentlich immer jemand von dieser Praxis zu erreichen ist. Das heißt, wenn man anruft außerhalb der Sprechzeiten, geht entweder eine Helferin ans Telefon oder, also weil vor mir, das sind die Operationen und dann ist aber die Information, dieses Telefon trotzdem besetzt. Und wenn man aber jetzt abends, nachts anruft, dann hat der Anrufbeantworter an und dann erfährt man aber die Notfallhandynummer und kann also den jeweiligen notdiensthabenden Tierarzt von dieser Praxis auch erreichen. Das finde ich einen großen Vorteil. Die Praxis ist für uns auch fußläufig zu erreichen, wobei wir natürlich mit dem kranken Hund dann doch eher mit dem Auto hinfahren. Mit dem Auto sind es keine 5 Minuten. Das ist schon sehr praktisch. Ja, es war dann der Chef persönlich da und hat Ultraschall gemacht. Und es war in der Blase etwas zu sehen. Und dieses etwas blutete. Das sah man auch in dem Ultraschall. Was mich schon mal beruhigt hat, war Milz, Nieren, Leber und so weiter. Also was von den Innenorganen zu sehen war, war alles okay. Nur halt diese Blase. Dieses etwas, was da drin war und was blutete. Man konnte auf dem Ultraschall nicht sagen, was es ist.
Der Tierarzt hat schon gesagt, es kann sein, dass das nur ein Blutgerinnsel ist. Das kann aber auch was anderes sein. Man weiß es nicht. Wir haben dann sofort für den nächsten Tag einen OP-Termin ausgemacht. Und das zeigte mir schon, oh, weil ich habe gesehen, ich habe dieses Terminbuch gesehen in dem Moment und ich sah, dass der OP-Plan knackevoll war. Und es hat auch Minuten gedauert, bis ihm da eine kleine Lücke auffiel, wo eventuell man das irgendwie reinquetschen kann. So, ja. Es war dann so, dass am nächsten Morgen eine OP ausgefallen ist und also wir hätten für nachmittags den Termin, Dienstag nachmittags den Termin gehabt. Und es war dann so, dass ich am nächsten Morgen schon direkt kommen konnte, also um kurz nach 9 oder so schon kommen konnte, weil eine OP ausgefallen ist. Und insofern war es dann entspannter. Ja, wir haben dann direkt ausgemacht, naja, wenn der Hund schon in Narkose ist, dann kann man direkt die Zähne sauber machen, weil das der Zahnstein hat und das war sowieso fällig. Und Ohren sauber machen, Krallen schneiden. Es ist ja so, im Humanmedizinbereich, also wenn wir Menschen eine OP haben, wird eben nur diese eine Sache gemacht. Also wie zum Beispiel, wo ich die Schulter-OP hatte, wurde nur die Schulter operiert. Es wird ja im menschlichen Bereich, im humanen Bereich nicht so gemacht, dass die Person ist gerade in Narkose, dann können wir ja gleich noch was, weiß ich, eine Darmspiegelung in Narkose machen und die Hämorrhoiden auch noch gleich wegmachen oder Leberflecken entfernen oder was sonst vielleicht ansteht. Das wird ja nicht gemacht. Man wird ja für alles einzeln in Narkose gelegt, weil alles ein anderer Arzt macht. Ist ein bisschen doof. Nervt mich. Bei den Hunden ist es anders, bei den Haustieren. Da wird, wenn ein Tier in Narkose gelegt wird, wird gleich überlegt, okay, was brauchen wir denn noch alles? Also wenn Rufus kastriert worden ist, wurden auch gleich die Zähne gemacht und Hüfte geröntgt und so weiter. Also man macht dann gleich alles, was ohne Narkose unangenehm ist oder so. Ja. Also mein Hund, ich brachte meinen Hund in die Praxis am Dienstagmorgen. Er wurde in Narkose gelegt und ja, Viertelstunde später rief mich die Tierärztin an. Ja, also sie hätte noch mal einen Ultraschall gemacht. Das, was auch immer in der Blase zu sehen gewesen wäre am Abend vorher, war nicht am Tag vorher, war nicht mehr da. Was dafür sprach, okay, das war wohl doch nur ein Blutgerinnsel. Zudem ist ihr aufgefallen, dass Edgar blaue Flecken am Bauch hatte. Und zwar halt Einblutungen unter der Haut. Und das war schon sehr merkwürdig. Im Nachhinein hat sie selber gesagt, war sie unglaublich dankbar und froh. Und ich bin ihr auch dankbar, dass sie diesen zweiten Ultraschall gemacht hat, zur Sicherheit. Weil, wenn sie ihn an diesem Morgen tatsächlich aufgeschnitten hätte, sie hätte keine Chance gehabt, die Blutung zu stoppen. Der Hund wäre ihr auf dem OP-Tisch einfach nur verblutet. Stellt euch das mal vor. Sie hat dann also nur die Zähne gereinigt. Das war ja unblutig. Hat die Ohren sauber gemacht und so weiter, dass sich die Narkose wenigstens gelohnt hatte. Ich konnte meinen Hund dann wiederholen. Er hat Vitamin K gespritzt bekommen, 2 Tage hintereinander. Ja, also die Blutgerinnung funktioniert irgendwie nicht. Und mein Mann ist dann was eingefallen. Mein Mann ist Makoma-Patient. Mein Mann nimmt seit vielen Jahren Blutverdünner, weil er eine Thrombose hatte in der Leiste. Tja, und dann hat er mir einen Beipackzettel von seinem Blutverdünner mitgegeben und hat gesagt, ich kann nicht garantieren, wer weiß, vielleicht hat der Hund was davon erwischt, kann das sein? Sprich es mit der Tierärztin ab. So, das haben wir. Also es war dann mittlerweile so, dass, also Tumor in der Blase war ja schon mal vom Tisch, das war klar, das war es nicht. Dann war aber, zu dem Zeitpunkt war das wahrscheinlichste
Szenario, dass der Hund Rattengift gefressen hatte. Rattengift, die modernen Rattengifte sind nicht mehr so, dass das Tier das frisst und sofort Symptome zeigt, sondern die wirken zeitversetzt. Das kann bis zu 14 Tage dauern. Wir wussten es nicht. Also auf jeden Fall Vitamin K und das hat auch gewirkt. Also der Blut im Urin verschwand, Urin wurde wieder gelb und es kam auch keine weiteren Einblutungen dazu. Was außer Rattengift noch im Gespräch war und der Tablettentheorie war eine Zeckenkrankheit, Zeckenerkrankung. Da gibt es ja also bei Menschen diese FSME, diese Frühsommer-Meningoenzephalitis, also Hirnhautentzündung und Borreliose. Bei Hunden gibt es aber noch mehr. Da gibt es Anaplasmose, Babesiose, Leishmaniose, viele andere eklige Osen. Da gibt es wirklich ganz, ganz üble Krankheiten, die auf Hunde von Zecken übertragen werden. Das war im Gespräch. So, daraufhin haben wir direkt bei Rufus auch noch Blut abnehmen lassen, weil Rufus ungefähr 10-mal mehr Zecken mitbringt als Edgar. Also Rufus hat bis zu 10 Zecken am Tag, trotz Spot-on im Nacken, trotz allem, trotz Absuchen. Edgar hat vielleicht mal ein oder zwei Zecken. Sodass also, wenn Edgar sowas hat, die Wahrscheinlichkeit, dass Rufus das auch hat, viel größer ist. Tatsächlich ist es so, Edgar hat keinerlei Hinweis auf Zeckenerkrankung. Rufus hat einen sehr hohen Anaplasmose-Titer. Das wissen wir aber seit er Junghund war. Das wurde schon mal untersucht. Das hatte er damals schon. Er hat aber keine akuten Erreger. Das heißt, es musste nicht behandelt werden. Aber Rufus hat wohl schon mal Anaplasmose, also Kontakt mit Anaplasmose-Erregern gehabt. Daher hat er die Antikörper. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Das allerwahrscheinlichste Szenario ist jetzt tatsächlich im Nachhinein betrachtet, dass Edgar eine Blutverdünner-Tablette von meinem Mann erwischt hat. Und wenn man jetzt überlegt, dass mein Mann irgendwas zwischen 70 und 80 Kilo wiegt, ich weiß es nicht genau, da ich nicht dabei bin, wenn er sich wiegt, ich weiß es nicht genau, irgendwas so 75, 80 Kilo, irgendwas darum. Edgar wiegt 8 Kilo. Das heißt, eine Tablette, die passend ist für meinen Mann, ist für Edgar 10-fach überdosiert. Das heißt, es ist so, als wenn mein Mann 10 Tabletten auf einmal geschluckt hätte. Und dann würde der auch Blut pinkeln, mit Sicherheit. Edgar hat also wirklich den ganzen Bauch blau gehabt. Der hat also wirklich knallvioletten Bauch gehabt, diese Einblutung unter der Haut. Man hat das an manchen anderen Körperstellen auch ein bisschen was gesehen. Gott sei Dank hat er noch Vitamin K oral bekommen und hat, weil dann die Thrombozyten irgendwie sehr gering waren, auch noch Cortison bekommen. Die Thrombozyten waren jetzt am letzte Woche Donnerstag wurde Blut abgenommen und am Freitag haben wir dann die Info bekommen, dass die Thrombozyten wieder im Normalbereich sind. Sogar so hoch, dass er eigentlich ja, dass er was abgeben könnte, so ungefähr. Und wir haben also das Cortison schon wieder schon reduziert. Morgen wird wieder Blut abgenommen und ich hoffe mal, dass wir am Freitag wieder Cortison reduzieren können. Ja, so viel dazu. Also, mein Mann ist wirklich, also da brauche ich jetzt wirklich niemanden in den Kommentaren irgendwie was sagen, rumschimpfen oder rummeckern. Mein Mann ist wirklich sehr, 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 sehr vorsichtig. Wenn er mitkriegt, dass ihm eine Tablette runterfällt, dann sagt er sofort, halt die Hunde fest, mir ist eine Tablette runtergefallen, dann sucht er so lange, bis er sie findet. Ja? Er zählt sie nach und so weiter. Und trotzdem, obwohl er so vorsichtig ist, muss es irgendwie passiert sein, dass ihm eine Tablette runtergefallen ist und Edgar die erwischt hat. Also es ist nicht hundertprozentig sicher, dass das ist, aber es ist momentan. Nach momentanem Wissensstand, nach dem, was die Tierärztin sagt, es ist das Allerwahrscheinlichste, dass das passiert ist. Daher bitte meine Bitte an euch, die ihr Haustiere habt, bitte seid extrem vorsichtig mit euren Medikamenten.
passt auf, dass die Hunde sie nicht erwischen. Weil es ist egal, was es ist einfach die zehnfache Dosis oder die sechsfache, siebenfache, was je nachdem, wie groß euer Hund ist, wie schwer ihr seid. Es ist auf jeden Fall, kann es lebensgefährlich sein. Und ja, klare Aussage von der Tierärztin. Es sah zwischendurch nicht gut aus, obwohl es dem Edgar subjektiv die ganze Zeit gut ging, schwebte mein Hund in Lebensgefahr. Wenn er sich in dieser Zeit, wo die Blutgerinnung so schlecht war, verletzt hätte, hätten die Hunde in der dieser Phase Zoff miteinander gekriegt und Edgar hätte sich verletzt dabei. Der hätte mir verbluten können. Wäre die Tierärztin nicht so sorgfältig gewesen und hätte noch einen Ultraschall gemacht vorm Aufschneiden und sie hätte ihn einfach aufgeschnitten, da wäre nichts zu machen gewesen. So schnell hätte die gar nicht Blut. Ich meine, da muss man ja auch erstmal, also es war auch tatsächlich, es war sogar im Gespräch, dass Edgar eventuell eine Blutspende braucht. Gott sei Dank, das waren nur 2 Tage und dann war das vom Tisch. Also ich kann euch sagen, ich war wirklich zeitweilig, ich habe große, große, große Angst um meinen kleinen Schatz gehabt. Ich habe wirklich große Angst um ihn gehabt. Es war schlimm. Und ich bin einfach nur so dankbar. Ich bin auch der Tierarztpraxis sehr dankbar. Also ich fühlte mich in jedem Moment fühlte ich mich da sehr sicher, weil ich einfach auch wusste, wenn die mit ihrem Latein am Ende gewesen wären, dann hätten die uns auch an eine Tierklinik überwiesen. Das ist ganz klar. Aber das hat gut funktioniert und ich meine, die Praxis ist wie gesagt wenige Minuten von uns entfernt. Auch zur nächsten Tierklinik haben wir es nicht allzu weit. Von daher, ja, es ist überstanden, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und nochmal herzlichen Dank an euch alle fürs Daumendrücken, fürs an uns denken und für die guten Wünsche. Und ja, jetzt hoffe ich, dass es jetzt hinhaut mit dem, dass er mindestens 16 Jahre wird. Er ist jetzt 10 Jahre alt. Ich möchte, dass er mindestens 16 wird, dass wir noch lange Jahre mit ihm haben. Und er ist einfach nur süß. Und ja, wo ist er? Irgendwo liegt er. Irgendwo hat er sich hingelegt. Ah, da unten unter meinem Tisch liegt er. Ja, ich bin sehr froh, dass es ihm wieder gut geht. So, das war dazu. Wie gesagt, also wir warten jetzt gespannt und voller Neugier und mit Bangen, ein wenig Bangen auch auf die Tierarztrechnung. Ich bekomme ja nächste Woche meine endgültige Brücke eingesetzt. Das heißt, da ist ja eine größere Rechnung, was da auf uns zukommt. Mein Mann rechnet vor und zurück und mein Mann sagte die ganze Zeit, ja, das schaffen wir mit den Zehen, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. So, dann war ja im Januar schon, glaube ich, irgendwas mit dem Auto. Dann kam jetzt die Tierarztgeschichte von ihm, wo wir ja noch nicht wissen, wie viel es ist. Also ich rechne mit mindestens 500 €, mein Mann rechnet mit mindestens 1.000 €. Wir lassen uns überraschen. Wenn es euch interessiert, kann ich es euch ja nächstes Mal ungefähr verraten. Das Lustige war, dass die Tage dann plötzlich die Heizung ausfiel und wir dachten, hat sie eine Störung? Und nein, es war keine Störung. Das Heizöl war alle. Juhu, und wir mussten auch noch Heizöl kaufen. Und damit war unser Finanzplan dann komplett zerschossen. Aber kein Problem, Gott sei Dank, unser Sohn ist eingesprungen und hat uns was vorgelegt. Alles gut, kriegen wir alles hin. Also Gott sei Dank sind wir nicht mehr in der Phase, das haben wir auch gehabt, wo solche Dinge uns schlaflose Nächte machen. Nein, es ist zwar ein bisschen doof jetzt, dass alles auf einmal kommt, aber wir kriegen es hin. Es ist alles machbar. Und ich meine, gerade auch mit den Tierarztkosten. Also ich kann sagen, auch selbst in den Phasen, wo wir extrem knapp waren mit dem Geld, wir haben noch niemals
bei einem unserer Tiere eine medizinisch notwendige Behandlung aus finanziellen Gründen abgelehnt. Haben wir noch nie gemacht und werden wir auch nie machen. Was gemacht werden muss, das muss gemacht werden. Ich meine, was jetzt auch rausgekommen ist, das habe ich nämlich auch kurz mal nachgucken lassen, weil ich schon länger den Verdacht hatte, dass Edgar nicht mehr gut sehen kann. Er hat also tatsächlich eine Linsentrübung auf beiden Augen. Altersbedingt, ja, könnte man operieren, wie bei Menschen auch, aber das wären 2.000 € pro Auge. Und nein, das lassen wir nicht machen, weil Hunde kommen damit ganz gut zurecht. Und es ist ja auch nicht so, dass er stockblind ist. Er sieht halt ein bisschen schlechter. Aber es ist altersbedingt und da kommen wir mit klar. Rufus wird jetzt als Blindenhund ausgebildet. Armer Edgar. Ist er verratzt mit diesem blinden Hund. Naja, wir schauen mal. Nein, da kommt er mit klar und das kriegen wir gebacken. Also das werden wir nicht machen. Aber wie gesagt, medizinisch notwendige Dinge lassen wir machen. Und in der Vergangenheit sind wir dann halt auch in der Familie betteln gegangen und haben uns das Geld leihen lassen von jemandem in der Familie. Irgendwie hat sich da immer eine Lösung gefunden und das ist auch ganz wichtig. Und wir haben keine Tierkrankenversicherung, aber allen, die jetzt keine tierfreundliche Familie hinter sich stehen hat und eben niemanden hat, wo sie sich für solche Notfälle vielleicht mal was leihen kann, den möchte ich empfehlen, entweder ein Konto einzurichten, wo ihr jeden Monat einen Geldbetrag zurücklegt für so etwas, oder aber eben wirklich eine Tierkrankenversicherung abzuschließen. Denn der Hund braucht nur mal blöd zu springen und hat einen Kreuzbandriss. Und Kreuzbandriss, OP mit Nachbehandlung und allem, könnt ihr auch mit 2,25 rechnen. Das wird teuer. Und wer will seinen Hund entweder mit Schmerzen leben lassen oder wegen einem Kreuzbandriss einschläfern lassen? Das macht man nicht. Von daher seid einfach gefasst, dass sowas passieren kann. So, und jetzt muss ich mich schnell verabschieden, weil in 2 Minuten ist der Speicher voll. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Seid kreativ, habt Freude, habt Spaß, genießt die Zeit, seid lieb zu anderen, seid lieb zu euch selber, seid euch eine gute Freundin, ein guter Freund und ja, alles Gute für euch. Passt auf euch auf. Bye, bye.